Ich meine, ja, aber gerade, weißt du, das Thema E-Commerce, da haben wir jetzt gerade das Ober, weil wir das Thema Content gerade auch hatten. Da hast du jetzt auch die Entscheidung. Nimmst du eine monolithische Lösung wie SAP Commerce beispielsweise, guten Hybris-Shop, den guten alten? Genau, ja, das genau. Du bist halt komplett in der SAP-Welt drin, da funktioniert halt alles, da läuft halt alles, aber wenn du halt alle Funktionalitäten für deine Firma wieder anpasst, dann spezialisierst du wiederum die Installation auch so, dass das halt auch in 5, 6 Jahren hast du dann wieder so eine customized Lösung, dass du wahrscheinlich wieder irgendwo den Stecker ziehen musst und das wieder alles neu aufsetzen musst, was du vorher zusammengetragen hast. Oder es gibt jetzt den anderen Weg übers Composable Commerce, also dass du im Endeffekt einen modularen Shop hast, wo du dann im Endeffekt jedes Funktionsmodul auswechseln kannst und da wirklich einen Best-of-Breed-Ansatz fahren kannst und da natürlich organisch auch immer weiter wachsen kann, weil die Entwicklungen gehen natürlich schnell. Hast natürlich manchmal ein bisschen das Risiko, dass natürlich vielleicht Inkompatibilitäten auftreten und ein Update von irgendeiner Best-of-Breed-Lösung dir natürlich das Ganze wieder dann schmeißen kann, was du in der monolithischen Lösung jetzt nicht drin hast. Auf der anderen Seite hast du bei der monolithischen Lösung halt immer ein biologisches Ende fast reingebaut, weil irgendwo ufert dann die Installation so weit aus, dass da kein Mensch mehr durchblickt, was da eigentlich alles dran gemacht ist und irgendwann jemand hergeht und den großen Stecker zieht und alles wieder bei null anfängt. Da geht es jetzt auch noch nicht ganz so hundertprozentig klar, wo die Reise hingeht. Ja. Da gibt es jetzt auch gerade im Composable-Bereich mit einer Commerce Tools oder mit einer Emporix oder so gibt es da ganz tolle Lösungen. Also ich bin fast überzeugt davon, dass die meisten auch teilweise Entscheider, also wirklich die auch Budgets zu entscheiden haben im B2B-Bereich, im ganzen Industriebereich in Deutschland oder im Dachraum generell oder Europa, ja, dass die teilweise noch gar nicht wirklich durchblicken oder da gar nicht mehr mitkommen mit diesen ganzen Entwicklungen. Ja, wenn du jetzt denen was von Composable oder dies oder das oder jenes erzählst, dann ist es für die erstmal alles Neuland. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach dieses Verkaufen von Lösungen, aber auch gleichzeitig hier beratend die Leute ein bisschen an die Hand nehmen und an die Hand führen und so weiter. Das weiß ich letztendlich, diese Kombi, wo manchmal auch vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Weil so die ganzen Sales da, die bei den Herstellern sitzen, die ja teilweise irgendwie das Beratende überhaupt gar nicht vorgegeben haben, sagen wir es mal so, ja, und deswegen auch nicht befolgen. Natürlich, wenn du beim Hersteller bist, der verkauft dir, der will dir seine Lösung verkaufen und der macht Genau. dir seine Lösung am meisten schmackhaft. Ja, genau. Den ist ja auch eigentlich letztendlich alles andere egal. Manchmal hat man das Gefühl, dass sozusagen Strategie oder was weiß ich, oder der will einfach verkaufen und fertig, Ja, was der ist ja auch steckt sein, sein ist auch sein Revier für Job. seine Lösung ab. Ist auch sein Job. Ja. Ja. Den ist jetzt nicht irgendwie zu wertend, aber wir gehen jetzt mal durch die Brille des Kunden, wenn man das sieht. Und das da jetzt sind ich, und dann gibt es diese Superberater, ne, das sagen wir jetzt keine Namen, diese Highflyer, die irgendwie 5.000 Euro Tagessatz, die beraten irgendwie so auf einer Metaebene, dass es dann auch wieder kein Industrieunternehmen verstehen kann und nach 2 Jahren Invest dann irgendwie keiner mehr versteht, was die Pamphlete bedeuten. Habe ich auch schon alles, ja, von namhaften deutschen Industrieunternehmen, ja, die mit Milliarden und von Umsatz, die nach 2 Jahren die XY Consulting gekickt haben, weil keiner mehr durchgeblickt hat, ja, der Vorstand oder die Geschäftsführung oder das Family Office, was die dann irgendwie 150 Seiten dann Consulting Papers, weil einfach von der Realität oder von der Umsetzung so weit weg entfernt. Das heißt, da dieser Mittelweg, also wenn du da heute als Dienstleister, IT-Provider, Consulting-Firma, Hersteller, was auch immer, da den richtigen Mittelweg, den goldenen Mittelweg findest, dann kannst du noch gut Geld verdienen in den nächsten Jahren. Also das ist zumindest mein Blickwinkel. Ja, mein der Blickwinkel ist, man muss eben die Augen nach alle Seiten offen haben und die Entwicklungen gehen stetig weiter. Ich meine, nur mal so aus unserer Vergangenheit, wie man mal bei Adobe angefangen hat, den Leuten mobile Homepage auf Handy mal Ja. schmackhaft zu machen. Weißt du noch die Das Reaktionen? war vor 7 oder 8 Jahren noch ganz was Neues, Ja, da war da, ja. meine Homepage hat keiner auf dem Handy. Welches Handy zeigt meine Homepage an? So schnell kann es Wer gehen. braucht das? Also, So ja, schnell kann es gehen, ja. also es ist einfach, die Entwicklungszyklen laufen und ich meine, es ist wichtig, dass man irgendwo wahrscheinlich irgendwo überall so ein bisschen sein Auge, sein Ohr drin hat und dass man dann natürlich auch, wenn man sieht, dass irgendwas in eine Richtung dann sich wirklich weiterentwickelt, dass man da natürlich dann auch gleich mit dabei ist. Ja, ich sehe selbst bei meiner eigenen kleinen publiken Webseite, wenn ich da mal ein bisschen Google-Werbung schalte oder sowas, also 80 bis 90% teilweise des Erst-Traffics
kommt alles über Mobilgeräte. Ne? Also egal, was man macht, ja, das ist einfach so. Und wenn man in der S-Bahn sitzt, dann sitzen halt nun mal alle, auch Berufstätigen, teilweise auch Entscheider oder sowas, halt alle drin, wie die Süchtigen. Ja. Ich habe es jetzt selbst bei mir beobachtet. Wenn du den ganzen Tag im Büro am Computer sitzt, dann machst du abends irgendwo zu Hause deinen Laptop fast nicht mehr an. Also ja, irgendwie kannst du jetzt inzwischen am Handy ja doch das Wichtigste fast ja alles machen. Und ja, viele Apps sind vielleicht sogar inzwischen sogar besser zu bedienen als wie der Laptop. Also wenn ich da hier mit der Spracheingabe und so weiter da... ja, also. Wozu noch Daten synchronisieren, wenn ich sowieso nur noch mein Handy brauche, zum Beispiel? Ja, ja, wieso? Es ist doch eigentlich dann auch wieder gut synchronisiert, also ja, wenn es ja richtig gemacht ist. Ja, ja, ja. Weil dann logge ich mich als Kunde oder als Interessent da oder da ein und dann ja liegen eigentlich die Informationen wieder vor. Also ja, da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, dass man wieder den 360-Grad-Blinkwinkel auf den Kunden irgendwo braucht. Ja, ja. Und auf der anderen Seite dem Kunden natürlich dann aber auch dann die Anreize zu geben, sich einzuloggen. Also guck dir mal, berühmtes Beispiel, weil der meiner Meinung nach weiß, gerne nutzt die Lidl-App an zum Beispiel. Mhm. Ja, bloß weil man da halt ab und zu mal klar, ein paar Cent Produkt geschenkt bekommt oder da mal ein paar Cent Rabatt, fast jeder nutzt sie davon. Wenn ich mal so bei Lidl in der Schlange stehe und die fragt, haben sie die Lidl-App, also... Die meisten zücken irgendwo ihr Handy und ziehen diese komische App durch. Ich meine, ich bin ja auch so ein Junkie beispielsweise. Ja, 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 klar. Wie, aber wie da online und stationär wirklich verwachsen ist, also... Ja, ja. Ja, cool. Ich glaube, wir müssen Schluss machen, weil ich bin schon über die Zeit. Ja. Kennst du den Besitzer, aber... müssen wir ein bisschen aufräumen auch noch, aber es war richtig cool. Ja. Also, bis auf die absolute Hitze hier, die... Bist auch du Softwareentwickler oder IT-Experte und bist es leid, aufgrund der aktuellen Umstände, dass deine Kunden keine Investitionsbereitschaft mehr haben, dann bist du hier genau richtig. In meinem Programm lernst du, wie du dich so positionierst, dass du die richtigen Kunden nicht nur auf dich zukommen, sondern auch diese bereit sind, deine Preise zu zahlen. Ich habe es schon mit über hunderten von Softwareentwicklern umgesetzt. Ich selber war mal Softwareentwickler. Ich weiß also, von was ich spreche. Ich kenne den Markt. Wir sind über 10 Jahre IT- und Marketing-Experte, spezialisiert explizit auf den Softwaremarkt und nichts anderes. Und wenn dich das interessiert, dann gerne findest du hier unten den Link für eine 30-minütige gratis Strategie-Session. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Hi, mein Name ist Michael Rall. Ich wollte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zur Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Und ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt, ne? Also Thomas macht das nicht so wie viele andere Coaches, die sagen, hier, komm, hast ein bisschen Material, guckst dir an, one size fits all, ne? Ist doch egal, ob du Designer, Grafiker, Programmierer oder weiß ich nicht was, Gartengestalter bist. Das hilft einem halt nicht weiter. Ne? Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise. Ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie
und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett ja, verkaufsfertige Leads. Nicht 100 Stück im Monat, weil das brauchen die wenigsten, sag ich mal so. Aber ein, zwei, drei, und die haben es dann wirklich in sich, ne? Wo man im Endeffekt nur noch jetzt das Gespräch nicht komplett vermasseln muss und man ein neues Projekt, einen neuen Auftrag hat. Und so soll es eigentlich sein, ne? Also deswegen, wenn ihr in der Situation seid und euch überlegt, wie ihr mit eurem Business entspannter vorwärts geht, wie ihr besser Kunden und Projekte akquirieren könnt oder drankommt, kann ich euch Thomas nur empfehlen. Der hat wirklich was auf dem Kasten und der hilft euch wirklich weiter.